Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Stanley Kubrick Retrospektive. Fear and Desire mag kein guter Film gewesen sein, aber er brachte Kubrick erste Aufmerksamkeit und vor allem erste Einnahmen an den Kinokassen ein. Diese Einnahmen steckte Kubrick zusammen mit einigen Spenden von Verwandten und Freunden in seinen zweiten Spielfilm, Killer's Kiss. Killer's Kiss erschien 1955 und ist eine Mischung aus Melodram und Film Noir. Er wurde als erster von Kubricks Filmen auch in Deutschland ausgewertet. Wie man dabei allerdings auf den Titel Der Tiger von New York kam, ist nicht bekannt. Den jungen Boxer David hat das Glück verlassen. Zwar konnte er einige Siege erringen, aber der große Durchbruch gelang ihm bisher nicht. Allerdings hat Gordon in seiner langen Laufbahn, er ist jetzt 29, die in ihn gesetzten Erwartungen bisher nicht erfüllt. Als er erneut einen wichtigen Kampf verliert, will er aufgeben und zu seinen Verwandten nach Seattle zurückfahren. Dann aber bekommt er mit, wie seine Nachbarin Gloria von ihrem Chef Jack Rapallo bedrängt wird. Was ist denn da drüben bei Ihnen los? Er eilt ihr zu Hilfe und sie erzählt ihm ihre traurige Geschichte. Da mein Vater seinen Beruf als Buchhalter nicht mehr ausüben konnte, musste ich für uns beide sorgen. Ersparnisse hatten wir nicht und an eine Ausbildung für mich war nicht mehr zu denken. Für mich kam es darauf an, möglichst schnell möglichst viel zu verdienen. Und so arbeitete ich bei Rapallo. David verliebt sich in Gloria und will sie mit nach Seattle nehmen. Sie stimmt zu, will sich aber vorher noch ihren letzten Lohn von Rapallo abholen. David nutzt die Gelegenheit, um sich mit seinem Trainer zu treffen und sich ebenfalls auszahlen zu lassen. Okay, du kannst ja dein Pulver abholen. Können wir uns nicht in der Stadt treffen? Ich würde vorschlagen, vom Pleasureland. Aber es geht einiges schief. Rapallo lässt Gloria entführen und seine Schläger verwechseln Davids Trainer mit David selbst, mit tödlichen Folgen für den Trainer. Als David das mitbekommt, konfrontiert er Rapallo und will Gloria befreien. Seine Rettungsaktion geht aber gehörig daneben. Nur knapp gelingt David die Flucht und es kommt in einer Puppenfabrik zum Endkampf mit Rapallo. Am Ende geht alles gut aus und David bekommt seine Gloria, auch wenn er sich wohl nie sicher sein kann, was sie wirklich für ihn empfindet. Ähnlich wie bei Fear and Desire war Kubrick später von Killer's Kiss wenig angetan. Er bezeichnete den Film sogar als idiotisch. Vielleicht störte ihn, dass er aus Kostengründen einige Einstellungen aus Day of the Fight verwenden musste und nicht jede geplante Szene drehen konnte. Allerdings hat der Film tatsächlich einige Schwächen. Die Handlung ist zwar kurzweilig und knackig erzählt, aber im Grunde ein einziger Logikfehler. Der Film ist ein großes Flashback. Eigentlich steht David längst am Bahnhof und erinnert sich an alles, was ihn dorthin brachte. Man folgt also seinen Erinnerungen. Dumm nur, dass der Film vor allem zu Beginn immer wieder aus Glorias Perspektive erzählt. Momente, die David eigentlich gar nicht kennen kann. Sicher kann man argumentieren, dass Gloria David davon erzählt hat, aber dass sie dabei so ins Detail ging, ist eher unwahrscheinlich. An einer Stelle stoppt die Handlung sogar, um Glorias Vergangenheit zu erklären. Lassen Sie mich am Anfang beginnen. Iris war 8 Jahre alt. Vater machte sich einen Namen als Schriftsteller und Mutter war bildschön und sehr intelligent. Visuell ganz interessant aufbereitet. Aber vom erzählerischen Standpunkt hätte man das besser einbauen können. Und leider ist auch Glorias Vergangenheit nicht ganz logisch. Über das Schicksal ihrer Schwester Iris erzählt sie 2 komplett verschiedene Geschichten, direkt hintereinander. Es war alles in bester Ordnung, bis sie eines Tages einen Mann kennenlernte. Er war aus Rio. Er besaß dort ein sehr anrüchiges Lokal und wir hatten Iris auch vor dem Mann gewarnt, aber sie wollte ja nicht hören. Iris heiratete schnell ihren reichen Freier und wir alle lebten im üppigen Stil auf seinem Landgut auf Long Island. Das könnte zu dem Spiel gehören, das sie mit David treibt, aber aufgeklärt wird das nie. Dazu kommen einige forcierte Momente, in denen der Zufall etwas überdeutlich mitspielt. So lenken die beiden Betrunkenen David genau dann ab, wenn Rapallos Schläger ihn verpassen sollen. Und Rapallos Komplize bricht sich pünktlich zum Finale das Bein, damit David nicht gegen 2 Schurken antreten muss. Warum Rapallo David zudem nicht einfach erschießen lässt, als er die Chance hat, weiß er wohl nicht mal selbst. Nicht schießen, komm! Auch das Happy End wirkt etwas aufgesetzt. Es passt einfach nicht zu der bitteren, eher trüben Stimmung gegen Ende des Films. Obwohl die Handlung einige Fehler hat, so sind doch die Figuren sehr gelungen. Zugegeben, sie alle sind nur Archetypen des klassischen Film Noir. Da haben wir den glücklosen Helden. Mach dir nichts draus, Demi, man kann nicht immer gewinnen. Schöne Blamage. Naja, du warst eben nicht in Form. Das ist ja gerade das Merkwürdige. Ich dachte, ich wäre in Hochform. Die undurchschaubare Femme Fatale. Ich mag dich schrecklich gern. Das sagt man so leicht. Es ist wirklich wahr. Sicherlich. Schließlich hast du mich geküsst. Und den geplagten Schurken. Immer dasselbe Lied. Immer wenn ich einen Menschen gefunden habe, der mir ans Herz gewachsen ist, muss ich ihn verlieren.
Aber die Figuren sind stets interessant und ihre Handlungen nachvollziehbar. Vor allem Gloria mit ihrer Mischung aus kindlicher Naivität und kühl kalkulierender Präzision ist spannend. Man weiß nie so recht, woran man bei ihr ist. Ich werde alles tun, was Sie wollen. Alles, Jack. Aber du liebst ihn trotzdem, nicht wahr? Ich weiß nicht, Jack. Ich glaube nicht. Schauspielerisch kann der Tiger von New York nicht komplett überzeugen. Irene Cain als Gloria wirkt oft abwesend und scheint nicht wirklich bei der Sache zu sein. Frank Silvera als Rapallo bringt einem dem Schurken dafür nahe. Und Jamie Smiths Darbietung als David ist rundum gelungen. Was den Film aber wirklich heraushebt, ist seine Inszenierung. Durch den Dreh an echten Schauplätzen wirkt die Geschichte sehr authentisch. Man glaubt, was man sieht und nimmt es als echt hin. Zudem liefert Kubrick einige packende Szenen. Vor allem der Boxkampf und die finale Konfrontation sind intensiv und mit einer angemessenen Brutalität umgesetzt. Man kann die ausgeteilten Schläge förmlich spüren, von der Gruselwirkung von so manchem Drehort mal ganz abgesehen. Erzählt wird die Geschichte in stimmigen, teils sehr kreativen Bildern. Ungewöhnliche Perspektiven und teils lange, aber stets spannende Einstellungen sorgen für eine eigentümliche Atmosphäre. Dazu betreibt Kubrick ein Licht- und Schattenspiel, das seinesgleichen sucht. Freunde schöner, atmosphärischer Bilder haben an dem Film garantiert ihre Freude. Die Musik von Gerald Fried erinnert an den klassischen Film Noir und wirkt teilweise sehr jazzig. Leider passt sie nicht immer zu den Szenen. Sie ist beispielsweise übertrieben heiter, als David von der Ermordung seines Trainers erfährt. Vor einer Stunde hat man seinen Trainer mit einem geschlagenen Schädel aufgefunden. So richtig störend fällt das aber nie auf. Der Tiger von New York ist ein durchaus interessanter, melodramatischer Film noir. Die Handlung könnte stärker sein und auch schauspielerisch bieten andere Filme mehr. Aber dafür stimmen die Atmosphäre und die Inszenierung. Unterm Strich ist der Film sehr unterhaltsam und durchaus einen Blick wert. 4 Punkte. Auch wenn Kubrick den Film später nicht mehr mochte, so brachte er ihm doch seinen bis dahin größten Erfolg ein. Eine Auszeichnung für die beste Regie auf dem internationalen Filmfest von Locarno. Und der Tiger von New York machte James B. Harris auf Kubrick aufmerksam. Die beiden Filmemacher wurden Freunde und gründeten Harris Kubrick Productions. So gestärkt konnte Kubrick seinen nächsten Film angehen, auch wenn die Rechnung dabei nicht ganz aufging. Mehr dazu beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und noch eine schöne Woche.